Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Path of Exile Sacrifice of the Vaal. Ja, ich habe vor einigen Monaten schon mal ein Let's Play zu Path of Exile gemacht, aber ich habe, ich fand es ein bisschen langweilig mit dem Beschwörer und deshalb möchte ich jetzt wieder beginnen mit dem Add-on, also ja, zum ersten großen Update zu Path of Exile und wir spielen jetzt einen spannenden Charakter, der nicht jeder macht, der sehr wenige sogar machen und trotzdem für mich sehr spannend zu spielen ist und ja, angenehm. Es wird wieder eine Witch, ich werde diese löschen und werde einen neuen Namen eingeben. Also ich werde sie nochmals Monika Basler nennen und die Liga werden wir... Wollen wir Ambush nehmen oder Invasion? Also Invasion ist so. Wenn wir da sterben, dann kommen wir in die Standardliga zurück. Und Ambush ist... Ja, ist so, dass man drin bleibt. Da würde ich lieber das nehmen. Da gibt es Strongboxes. Ich weiß jetzt nicht, das sind so kleine... Teile auf dem Boden, wenn man sie aufmacht oder in die Nähe kommt, dann kommen Monster raus. Und hier sind dann einfach andere Gebietsmonster und Bosse dabei. Da mag ich jetzt nicht so. Ich habe bei Diablo 2 im 5. Nacht, also ein bisschen schon genervt gefühlt, weil andere Monster da waren in den Schwierigkeitsgraden Albtraum und Hölle. Dann werde ich das nehmen. Es ist mir auch ein bisschen zu... zu nervig. Okay, und zu gefährlich natürlich. Ups, jetzt habe ich Invasion genommen. Wir nehmen Ambush. Okay. Und ja, da wollen wir einen Moment kurz. Eigentlich wäre es besser, wenn wir hier anfangen, haben wir aber einen längeren Weg. Ach komm, wir fangen hier an. Und nennen uns Drago Basler, ist doch viel besser. So. Was existiert schon? Ah, dann wird das also nicht geteilt. Dann nennen wir uns Drago Basler LP. So, dann weiß jeder, ich bin ein Let's Player. Nein, damit ich weiß, ah, das ist fürs Let's Play. So, wir haben Shadow angefangen. Das ist einer der, vor allem bei den Start-Passiven, mehr auf Geschwindigkeit und kritische Trefferchance achtet, aber auch Magier und Bogenschütze und Nahkämpfer sein kann. Also, ja, es ist ein Multitalent und recht stark. Okay, schauen wir uns mal den passiven Skilltree an. Da gibt es viel zu. Und Skype nervt. Sorry, kurz. Ja, sorry, ich vergesse es manchmal auszustellen. Darum, ja, tut mir leid. Okay, wir machen einen Stuff, nein, nicht einen Stuff, ein Wand Wander Ding, also ein richtiger Haut drauf mit dem Stab, mit dem Zauberstab. Und dafür brauchen wir ein bisschen Spell Damage. Nehmen wir die zwei. Und hier unten Projektil Damage, wie es noch hast. Ja. Und dann sollten wir eigentlich hier nach oben, das Mental ist sehr gut, können wir mitnehmen, hier rüber. Und dann muss ich schauen. Ah, hier gibt es Wand Damage Sachen. Hier auch. Hier. Und hier oben. Also das ist recht gut. Dann dachte ich, ich werde am Anfang eine Witch machen, aber es ist doch nicht so gut. Vor allem hat sie hier ein bisschen Probleme weiterzukommen.
Wobei, die wurden ja gebufft. Vor allem Spell Damage wurde gebufft. Ja, mal schauen, ich... wir müssen sowieso hier sehr viel skillen, dann ist doch das gut. Also das reicht. Finde ich, also. Sonst können wir immer noch eine Witch nehmen. Später, aber... Jetzt ist schon mal gut, also... Das reicht. So, schaue ich kurz mal in die Gilde. Ja, da hat einer Ambrush genommen. Okay, gut. Also wenn ihr mit mir spielen wollt, kommt in die Gilde. Against All Odds. Da bin ich drin, ist eine relativ gute Gilde. Und Frepp. Ja, was los mit Frepps? Irgendwie hat Frepps Probleme. Ich weiß nicht, was die wieder angerichtet haben. Ach, komm schon. Das ist wirklich nur bei Frepps. Das nervt. Könnte ich ein anderes Gut verwenden, wäre schon lange umgestiegen. Aber natürlich machen die anderen Soundprobleme, Grafikprobleme, alles mögliche. Es gibt einfach kein gutes Aufnahmeprogramm. So, jetzt kill ich die mal mit Applaus. So, wir haben unsere erste Wand. Und damit können wir jetzt fett angreifen. Ich mag es aus Entfernung ein bisschen. Also so schnell anzugreifen, nicht so langsam wie ein Bogen. Und ich sage euch, der wird extrem schnell. Also da gibt es sehr gut etwas auszubauen. Und er macht auch extrem viel Elementar-Damage. Und haltet auch sehr viel aus. Also es gibt mehrere Sachen, die sehr positiv an diesem Charakterbild ist. Und ja. Geht so viel schneller als mit dem Dolch. Zwar ist er momentan noch ein bisschen schwächer. Aber ja, mit dem Dolch hat man auch das Problem, dass man an die Monster hin muss. Hier kann man sie einfach töten. Und wir haben ein Level Up. So, Level 2. Gut. Fangen wir unten mit Attack Speed an. Magic Damage, also Spell Damage brauchen wir momentan noch nicht. Ich will dann einfach ein Change of Crit haben. Mit einem Gem, wo einfriert. Wahrscheinlich Frostno oder so. Und Cold Snap, ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Mal schauen. Aber momentan brauchen wir Spell Damage noch nicht. Das können wir dann später mit reinnehmen. Oh, und ein Schild, gut. So. Fall um. So schnell war ich jetzt noch nie hier. Im ersten Gebiet. Macht schon sehr viel aus, so ein Stab. Und jetzt habe ich ja noch höhere Angriffsgeschwindigkeit durch die Passive. Und dadurch fetzen wir hier mal kurz durch. Leider ist der Damage momentan noch nicht so groß. Wir müssen schauen, dass wir den Damage ein bisschen pushen können. Ja, dafür brauchen wir am besten einen Alchemie-Orb, um den Stab zu einem Rare zu machen. Zu einem seltenen Gegenstand. So, hier ist der Boss. Sonst ist nichts mehr hier. Ah, doch hier. Okay. Hallo? Ah, da. Er ist einfach abgehauen. Ja, da wechseln wir am besten wieder zum Dolch. Damit können wir den Dual Strike einsetzen.
So, ein Augmentation Orb. Das ist eine normale, haben wir keinen. Okay, wir haben keinen. Und hier haben wir 10 Increased Spell Damage drauf und 15 Increased Mana Regeneration Rate. Also Zauberschaden und Mana Regenerationsrate um 15% erhöht. So. Und wir können ein magisches Item enchanten. Umändern. Ah, noch etwas dazufügen. Okay. So. Jetzt sind wir in der ersten Stadt oder Dorf oder Camp, wie man das so sagen will. Hier können wir handeln und Quests annehmen, abgeben. So. Jetzt haben wir hier verschiedene Gems, also Zauber oder Attacken. Die fügt man dann einfach, wie schon gemacht, in diese Slots ein. Je nach Farbe des Slots eine andere Gem-Farbe kann man reintun. Und wir nehmen Fire Trap, ist recht stark am Anfang. Das benutzen wir für Bosse und starke Gegner. Die werden dann brennen. So. Für jede Liga hat man einen anderen Stash, also eine andere Kiste und ein freies Gilden-Chest, wo alle rausnehmen können, wie sie wollen in der Gilde. So, und hier kann man handeln. Das sind halt Magier-Sachen hier. Und Amulette und Ringe, die kann man immer tauschen. Also zum Beispiel hier braucht man eine Schriftrolle des Wissens und hier zwei Schriftrollen des Wissens. Und hier brauchen wir zum Beispiel ein Orb of Transmutation. Und je nachdem, wo man die Sachen hat, kann man dann die kaufen. Und dann kann ich noch nichts kaufen. Oh doch. Okay, wegen der Schriftrolle. So, den Stab können wir einen besseren Stab kaufen. Irgendwas Besseres. Leider nicht. Wir haben nichts in der Kiste, stimmt. Ja, dann starten wir einfach weiter. Machen wir weiter und gehen dann zurück, einen Stab kaufen. Oder vielleicht finden wir einen. So. Also, jetzt geht's langsam los mit den stärkeren Gegnern. Ja, momentan sind hier noch Zombies. Ah, da kommen schon die ersten schnellen Gegner.